Good morning. Guten Morgen. What an exceptionally loving man Paul was. Was für ein außergewöhnlich liebevoller Mensch Paulus war. Selfless. Selbstlos. Did not think about himself. Dachte nicht an sich selbst. Cared about the others. Kümmerte sich um die anderen. Even missed the ones who caused him nothing but problems. Vermisste sogar die, die ihm nichts als Probleme bereiteten. Verse 18. Vers 18. They have refreshed my spirit in the same way they have refreshed yours. Sie haben meinen Geist erfrischt, so wie sie auch den euren erquickt haben. So obviously these people must have been very, very special even to them. Diese Menschen müssen offensichtlich auch für die Gemeinde etwas Besonderes gewesen sein. Now, when Paul says here that they have refreshed his spirit, wenn Paulus hier sagt, dass sie seinen Geist erfrischt haben, let me explain something to you. Möchte ich dir etwas erklären. We have everything in our spirit that we need from God. Wir haben alles in unserem Geist, was wir von Gott brauchen. Jesus lives in our spirit. Jesus lebt in unserem Geist. Our spirit knows all things and has all things. Unser Geist weiß alle Dinge und hat alle Dinge. And yet here Paul says that these people have refreshed his spirit. Und doch sagt Paulus hier, dass diese Menschen seinen Geist erfrischt haben. Does that mean that in Paul's spirit something was missing and that these three people had to bring it? Bedeutet das, dass in Paulus Geist etwas fehlt und diese drei Menschen mussten es mitbringen? I don't believe so. Das glaube ich nicht. But in the original Greek, there is actually the Greek word used for spirit. It's the word pneuma. Im griechischen Original wird aber tatsächlich dieses Wort für Geist verwendet. Es ist das Wort Pneuma. Here is what I would like you to pay attention to. Ich möchte, dass du auf Folgendes achtest. Throughout the whole Bible, in der gesamten Bibel, there are certain words that are used interchangeably by the translators. Gibt es bestimmte Worte, die die Übersetzer von der Bedeutung her austauschbar unterschiedlich verwenden? And by the authors too. Und auch die Autoren. For instance, zum Beispiel, the word heart is used interchangeably. Wird das Wort Herz unterschiedlich verwendet? And the word soul is used interchangeably. Auch das Wort Seele wird austauschbar verwendet. The word flesh is used interchangeably. Das Wort Fleisch wird unterschiedlich gebraucht. And the word spirit too. Und das Wort Geist ebenso. It depends on the context in which you use it. Es kommt auf den Kontext an, in dem es benutzt wird. And I believe that as Paul uses here the word spirit, he's not talking about his spirit, the real himself, the real spirit being. Wenn Paulus hier das Wort Geist verwendet, denke ich nicht, dass er von seinem Geist spricht, von seinem wirklichen inneren Menschen, seinem wirklichen Geist. I believe he was just talking about his life. Ich denke, dass er nur über sein Leben spricht. That they have refreshed his life in the same way that they've refreshed the Corinthians. Dass sie sein Leben erfrischt haben, so wie sie auch die Korinther erfrischt haben. There are some people. Es gibt einige Menschen. I don't know. It's a mystery to me. Ich weiß nicht, es ist mir ein Rätsel. If God has chosen or if God is using these people. Ob Gott diese Menschen auserwählt hat. Ob Gott sie benutzt. Or if there is just some people who have chosen to be like this. Oder ob es einfach einige Menschen gibt, die sich entschieden haben, so zu sein. I don't know. Ich weiß es nicht. Maybe it's a mixture of both. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Maybe God wants to use these people and these people have made themselves available. Vielleicht will Gott diese Menschen gebrauchen und diese Menschen haben sich zur Verfügung gestellt. But in my decades of walk with Jesus, I've experienced something. Aber in den Jahrzehnten, die ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich die Erfahrung gemacht, that there are always people who do just that. Dass es immer wieder Menschen gibt, die genau das tun. They pass by in your life and they just refresh you. Sie kommen in deinem Leben vorbei und sie erfrischen dich einfach. In English we like to say they are like a breath of fresh air. Im Englischen sagen wir gerne, sie sind wie ein Hauch frischer Wind. I have people like this in my life. Ich habe solche Menschen in meinem Leben. Now listen, what I'm saying is not a complaint, it's just stating how life is. Hör zu, es ist keine Beschwerde, wenn ich das sage, es ist nur eine Feststellung, wie das Leben ist. But there are a lot of people who do the opposite. Es gibt aber auch eine Menge Leute, die das Gegenteil tun. They don't refresh you, they drain your energy. Sie erfrischen dich nicht, sie rauben dir Energie.
You are around them and after an hour you feel like, can I just go my way? Wenn du in ihrer Nähe bist, hast du nach einer Stunde das Gefühl, kann ich jetzt einfach gehen? And then you choose to walk in love and be patient and be kind, even though they suck the energy out of you. Dann beschließt du, in Liebe zu wandeln und geduldig und freundlich zu sein, auch wenn sie dir die Energie aussaugen. Now, when I'm with these people, I choose to love them. Wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, entscheide ich mich dafür, sie zu lieben. I'm not running away. Ich laufe nicht weg. I remain kind and patient. Ich bleibe freundlich und geduldig. The people that kind of for me are energy draining are people who have a victim mentality. Die Menschen, die mir Energie rauben, sind Menschen, die eine Opfermentalität haben. Or people who always complain. Oder Menschen, die sich ständig beschweren. They see the negative in everything, even though God is so good and life is great. Sie sehen in allem das Negative, obwohl Gott so gut ist und das Leben großartig ist. That helps me to always make sure that I'm not one of those persons. Das hilft mir, immer darauf zu achten, dass ich nicht zu diesen Menschen gehöre. But I don't walk around seeing the negative and complaining all the time. Dass ich nicht ständig das Negative sehe und mich ständig beschwere. But then there are other people. Dann gibt es aber die anderen Menschen. They are just like this. They refresh your life. Sie sind einfach so. Sie erfrischen dein Leben. Now, I'm gonna give you a little homework here. Ich gebe dir jetzt eine kleine Hausaufgabe. In fact, I'm gonna give you two homeworks. Genau genommen gebe ich dir zwei Hausaufgaben. Homework number one. Hausaufgabe Nummer eins. You sit down. Setz dich hin. Take a piece of paper. Nimm ein Blatt Papier. And then you think. Who have been the people in the last 6 months that have refreshed you? Und überlege, welche Menschen dich in den letzten 6 Monaten erfrischt haben. Just go and think and maybe ask the Holy Spirit. Denk einfach nach und frag womöglich den Heiligen Geist. Write those down in the order of priority. Schreib diese Menschen in der Reihenfolge deiner Priorität auf. Like this person refreshed you more than anybody else. Zum Beispiel, diese Person hat dich mehr erfrischt als alle anderen. And then maybe this person also in second place. Und dann vielleicht auch diese weitere Person an zweiter Stelle. And then do exactly what the Apostle Paul tells us to do here. Machst du genau das, was der Apostel Paulus uns hier aufträgt. He says, be sure to honor people like this. Er sagt, achtet darauf, dass ihr solche Menschen ehrt. So find a way to honor them. Finde also einen Weg, wie du sie ehrst. If you don't know how, ask the Holy Spirit. Wenn du nicht weißt, wie, frag den Heiligen Geist. Send them a present, send them a message, send them some money, whatever. Schicke ihnen ein Geschenk, sende ihnen eine Nachricht, schicke ihnen etwas Geld, was auch immer. Pay them a vacation, whatever. Bezahl ihnen einen Urlaub, was auch immer. Them out for a nice meal. Führe sie zu einem schönen Essen aus. Do something to honor people who have refreshed you. Etwas, um Menschen zu ehren, die dich erfrischt haben. And then, the second homework. Dann die zweite Hausaufgabe. Write down very carefully. Schreib sehr sorgfältig auf. With the help of the Holy Spirit, you really need it there. Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Dabei brauchst du sie wirklich. If you are a person who are refreshing to others or who are draining the energy of others. Ob du ein Mensch bist, der andere erfrischt oder der anderen die Energie entzieht. And if you're refreshing, thank God and keep going. Wenn du erfrischend bist, danke Gott und mach einfach weiter. But if you're a victim mentality, complaining, negative person, wenn du aber eine Person mit Opfermentalität bist, die sich beklagt und negativ ist, say, Lord, I'm so sorry. Dann sag, Herr, es tut mir so leid. I will change and be a refreshing person. Ich werde mich ändern und ein Mensch sein, der andere erfrischt und erneuert. Be sure to honor people like this, Paul tells us. Achte darauf, dass du die Menschen so ehrst, sagt uns Paulus. Are you honoring the ones who are refreshing to you? Ehrst du diejenigen, die dich erfrischen? It's a biblical command. Das ist ein biblisches Gebot. See you tomorrow. Bis morgen.